So, einen wunderbaren, schönen Abend euch allen. Es freut mich, dass ihr schon da seid. Wir haben 18:15 Uhr und wir werden heute ja über eine akzentfreie Aussprache sprechen. Schön, dass ihr da seid. Schön, 93 Leute im Webinar. Das freut mich sehr. Mein Name ist Lukas Wolski. Wir starten schon jetzt, obwohl, ja, genau, hallo, nochmal zusammen. Und genau hier habt ihr auch die Möglichkeit im Chatfenster, im Chatknopf, ja, dort einfach auch was zu schreiben. Da werde ich auch eure Kommentare sehen. Wie gesagt, schreibt erstmal, ob ihr mich gut hören könnt und auch sehen könnt. Dann habe ich auch eine gute Rückmeldung oder ein Feedback. Alles super. Schreibt er sehr gut. Das freut mich. Perfekt. Sehr, sehr schön. So. Wie gesagt, während des Live-Webinars könnt ihr mich auch anschreiben. Ich werde versuchen, auch gleichzeitig mit einer Seite oder mit dem rechten Augen, wie auch immer, werde ich auch versuchen, eure Fragen zu beantworten. Ansonsten haben wir vielleicht noch am Ende eine Fragerunde. Wir schauen, wie das läuft. Gut, ich würde mal sagen, wir starten einfach, weil wir haben nur eine halbe Stunde. Erstmal noch einmal guten Abend an alle. Schön, dass ihr gekommen seid, dass ihr wirklich euch dafür interessiert, ja, irgendwas mit eurer Aussprache zu machen. Und ja, die akzentfreie Aussprache. Mein Name ist Lukas Wolski und einen Moment noch, werde jetzt, genau, jetzt seht ihr bestimmt, Moment. Ja, jetzt müsstet ihr alles gut sehen. Chatfenster. Genau. Danke für eure Rückmeldung. Jetzt sehe ich auch das Chatfenster. Alles wunderbar. So, wie schon mal erwähnt, mein Name ist Lukas Wolski und ich habe ja vor ein paar Jahren eine Phonetikschule gegründet. Und ich bin auch Aussprachetrainer vom Beruf und Phonetiker. Ja, ich habe die Phonetik studiert an der Universität in Bonn. Und ja, ihr seht auch sogar hier ein paar Bilder, dass ich mich tatsächlich mit der Phonetik beschäftige. Ich bin kein Deutschlehrer und ich führe auch keine Sprachschule, ja. Das bedeutet, ich habe eine Aussprachschule und ich bin Phonetiker vom Beruf. Phonetiker, vielleicht ist es nicht für jeden ein Begriff. Phonetiker ist jemand, der sich mit Gesprochenem beschäftigt, ja. Nur, also nicht nur, aber zu 80%, sage ich mal so. Das bedeutet, Phonetik ist alles, was mit der physikalischen Seite des Sprechens verbunden ist. Und Phonetik und Phonologie ist auch ein Begriff. Phonologie ist schon eher ein System in einer Sprache. Und natürlich spielt das Ganze zusammen mit der Phonetik. Ja, aber das alles werde ich heute noch drüber sprechen. Also, wie gesagt, Ausspracheschule und Phonetiker, kein Deutschlehrer. Ich bewundere alle deutsche Lehrer, die ihre Arbeit machen, weil wir brauchen deutsche Lehrer, ja. Aber das Phonetikstudium, also ich habe an der Universität in Bonn Phonetik studiert und Phonetikstudium ist etwas anderes, ja, als DAF-Studium, als Deutsch als Fremdsprachestudium und oder Germanistikstudium. Ja, in der Phonetikstudium haben wir gelernt über die Akustik der Sprache zum Beispiel, über die Artikulation der Sprache, ja, also die Artikulation, den menschlichen Sprechapparat, über die auditive Phonetik, wie das Ganze verarbeitet wird, wenn wir sprechen und vor allem, wenn wir in einer Fremdsprache sprechen. Und wir haben hier heute genau ein richtiges Publikum. Ich gehe davon aus, viele von euch sind keine Deutschmuttersprachler. Viele von euch lernen Deutsch, Deutsch als Fremdsprache bzw. Deutsch als Zweitsprache. Und das freut mich auch. Es gibt vielleicht auch viele deutsche Lehrer hier heute oder Leute, die auch halt sich mit der Sprache auseinandersetzen, Deutsch unterrichten, vielleicht Hochschuldozenten oder einfach Sprachtrainer.
Das freut mich sehr, weil das Thema Phonetik ist nach wie vor sehr, sehr marginal im Sprachunterricht behandelt, leider. Und ich erkläre heute euch, warum wir in den meisten Fällen daran scheitern und warum wir nicht imstande sind, die Aussprache in einer Fremdsprache, in unserem Fall ist es Deutsch natürlich, warum wir nicht imstande sind, die Aussprache des Deutschen zu beherrschen. Ja, dass wir mit einem sogenannten fremden Akzent sprechen, dass wir Laute nicht richtig produzieren können. Und das werde ich heute euch verraten, wo der Hund begraben ist oder liegt, wie auch immer. Gut, ich selbst bin kein Deutsch-Muttersprachler. Ich bin mit 23 nach Deutschland gekommen. Das bedeutet auch, dass man das Abitur, die ganze Schule, ich bin mit einer Sprache aufgewachsen, mit Polnisch. Und erst ja, im Erwachsenenalter habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Und mit 23 bin ich nach Deutschland gekommen. Und eben 2004 habe ich dann auch angefangen, das Fach Phonetik zu studieren an der Universität in Bonn. Ich muss noch mal das erwähnen. Damals gab es nur 8 Institute in Deutschland, ja, die sich mit dem Fach Phonetik so ausführlich beschäftigen. Und während des Studiums, aber auch danach, 3 Jahre, ich habe 3 Jahre nach dem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet an der Universität in Stuttgart, in Bonn, in Düsseldorf. Und in dieser Zeit habe ich einen Plan entwickelt. Einen Plan, einen phonetischen Plan. Und jetzt seht ihr einfach eine grobe Aufteilung für diesen Plan. Da sind 6 Schritte, nachdem wir die Aussprache in einer Fremdsprache erlernen sollen. Ja? Die 6 Schritte basieren auf Erkenntnissen, ja, aus dem Bereich der Phonetik oder Sprachpsychologie, Spracherwerb, L1, L2, also muttersprachlicher Erwerb der Sprache oder der Aussprache und auch Erwerb der Aussprache in einer Fremdsprache. Und wir sehen hier tatsächlich 6 Schritte. Und diese 6 Schritte sind enorm wichtig. Und genau in dieser Reihenfolge, wie ihr es da seht, ja, dass man diese 6 Schritte genau in dieser Reihenfolge durchläuft, damit man tatsächlich erfolgreich ist in der Aussprachelehre. Egal, ob man Lehrer ist oder Schüler, ja, wenn man diese 6 Schritte durchlaufen hat, dann haben wir auf jeden Fall Erfolg. Und bevor ich diese Schritte bespreche oder auch kurz behandle, klar, wir haben heute nur eine halbe Stunde. Ich werde es ganz, ganz grob erzählen. Aber bevor ich das versuche, überhaupt euch das zu erzählen, ja, also Schritt für Schritt, was wir alles tun müssen, um akzentfrei, in Anführungsstrichen akzentfrei, weil akzentfrei ist immer subjektiv, ja, und relativ. Aber dass man vielleicht eine Fremdsprache mit einer guten Aussprache beherrscht, möchte ich euch erstmal zeigen, was alles möglich ist, wenn man diese 6 Schritte gewissenhaft durchlaufen hat, wenn man wirklich trainiert hat, Schritt für Schritt, Trainingseinheit für Trainingseinheit. Da haben wir auch, wie gesagt, schöne Beispiele. Und Da jetzt sie kein Fahrrad hatten das oder erste aber Beispiel. sie möchten ferne Länder entdecken. Hier möchten sie nicht bleiben. Aber ich habe auch ein paar Israeli-Freunde danach gefragt. Es hat eine Mondfinsternis gegeben, nennt man ihn Blutmond, gestanden, um sie zu sehen. Der Mond liegt im Schatten von der Erde. Das Licht färbt ihn rot. Ja, also ihr seht den krassen Unterschied. Die Sprecherin, das war eine chinesische Frau, die auch im Erwachsenenalter angefangen hat, Deutsch zu lernen. Und sie hat mit einem starken Akzent gesprochen und wir haben gesehen, was alles möglich ist. Sie war im Schritt 5, als wir diese Zwischenaufnahmen gemacht haben. Das bedeutet noch einen Schritt vor ihr. Das heißt, sie wird weiterhin ihre Aussprache polieren und optimieren, perfektionieren. Und wir sind, wie gesagt, auf dem guten Weg. Und da bin ich mir hundertprozentig überzeugt, dass sie auch das geschafft hat oder ha geschafft haben wird in einem Monat ungefähr. Also wie gesagt, die ganze Aussprachelehre, 6 Schritte, eine optimale Zeit, ja, das ist zwischen 5 und 7, 8 Monaten, je nachdem. Also 6 Monate ist auch alles möglich, ja. Aber das ist alles individuell. Und noch ein Beispiel. Hier kann man sogar sehen,
wie die Stimme sich verändert hat nach einem Training. Also haben sie sich wieder auf den Weg gemacht. Als nächstes sind sie in die Wüste gekommen. Die kleinen Roboter befürchteten, dass sie Sand in die Getriebe bekämen. Auch hier wollten sie nicht länger aufhalten wollten. Sie kletterten auf ein Geschlagenheit, Juckreiz, abdominelle Beschwerden und Schmerzen, Diarrhoe, Gelbfärbung von Skleren und Haut, eine detaillierte Anamnese, körperliche Untersuchung, gute Basisdiagnostik mit anschließender weiterführender Spezialdiagnostik sowie bildgebende Verfahren wie Sonographie. Ja, also ihr habt jetzt gehört, was alles möglich ist, wenn man Schritt für Schritt an der Aussprache arbeitet, wenn man nach oder gemäß dem Plan ja, trainiert. Und noch ein letztes Beispiel, bevor ich das Ganze jetzt bespreche, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir auch zu tun mit einer Sprecherin, wo der Akzent sehr, 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 sehr schwer war. Ja, und jetzt könnt ihr auch das mal auch hören, bitte. Noch einmal. Die beiden kleinen Roboter mögen aber die großen Affen nicht und möchten lieber woanders. Oh, sorry, irgendwas. Sein. Sie kletterten auf einen hohen Berg. Dort ist die Aussicht sehr schön gewesen. Aber leider hat ein Roboter schreckliche Höhenangst. Ein Märchen. Es war einmal eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst die Blätter und der Winter den Schnee. Ja, also ich denke, ihr habt das auch gehört, dass ein Riesenunterschied war. Das war, die Aufnahme war im Schritt 4, genau, das stand auch sogar geschrieben, im Schritt 4 wurde das Ganze aufgenommen. Also wir sehen, welche Fortschritte diese Leute gemacht haben. Und ich habe noch sehr, sehr viele andere Beispiele auf meiner Seite. Die Seite ist auch unten links zu sehen, www.phonics.de, weil so heißt auch unsere Schule. Und was haben die Leute gemacht? Die Leute haben einfach Schritt für Schritt diesen Plan abgearbeitet. Sie haben einfach zunächst, ja, Neuanfang bedeutet, sie mussten erstmal ja, dann glauben, dass sie imstande sind, überhaupt die Aussprache zu perfektionieren, zu optimieren. Das Problem ist, dass wir daran nicht glauben, weil uns sagt man die ganze Zeit, dass die Aussprache in einer Fremdsprache ja, ist überhaupt nicht möglich zu erlernen im Erwachsenenalter. Aber wir haben viele Beispiele, ja, 10% der Menschheit, die eine Fremdsprache sprechen, die werden das intuitiv und unbewusst lernen. Das stimmt. Aber die absolute Mehrheit, 80-90% der Deutschlerner oder Nicht-Deutsch-Muttersprachler, werden auf jeden Fall Probleme haben damit, weil sie bestimmte Schritte nicht durchgemacht haben. Und hier sehen wir jetzt 6 Schritte, die notwendig sind, damit wir die Aussprache wirklich bewusst erlernt haben. Bewusst. Und das ist eben der Begriff bewusst. Alles, was wir in der Kindheit zum Beispiel alles unbewusst und intuitiv erfolgen. Nach dem Erreichen eines gewissen Alters, 12, 13, 14, 15, 16, das ist alles individuell, ja, da haben wir enorme Schwierigkeiten. Wie gesagt, die meisten, nicht alle, aber die absolute Mehrheit. Und ab dieser Grenze, Altersgrenze, sagt man, es ist nicht möglich. Ja, es ist nicht möglich, aber unbewusst. Rund um die Uhr am besten hören und die aufnehmen und wiederholen, lesen und so weiter. Aber wir üben dadurch nicht das, was notwendig ist für die saubere Artikulation. Und
die meisten Deutschlerner oder auch Deutschlehrer, wie auch immer, ja, wenn man die Aussprache übt im Sprachunterricht zum Beispiel, beginnen genau in der Mitte des Plans. Ja, sie beginnen mit der Artikulation. Wir sehen hier links Schritt 4, Produktion, also Artikulation. Dann sehen wir auch Regeln, Ausspracheregeln und vielleicht als letzter Schritt Satzbetonung, Wortbetonung, wie auch immer. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite Regeln und auf der anderen Seite die Aussprache. Und man versucht von Anfang an, Laute zu produzieren, Besuch wie folgt. Um Ihnen ein Angebot zu machen, das Sie unbedingt annehmen sollten, wegen Ihres Vermogens. Das ist ein Ö. Vermogen. Ö. Vermogen. Ö. Vermogen. Ö. Vermogen. So, gut. Ja, also und nun erzählt ihr mir kurz auf Suaheli. Ja, also wir sehen, die Schülerin hier, sie konnte den Laut Ö nicht aussprechen, ja. Und sie hat es versucht. Die Lehrerin hat vorgegeben und die Schülerin sollte das Ganze nachsprechen, nachahmen. Aber trotzdem hat sie es nicht geschafft. Und die Ursache liegt eben darin, dass sie diesen Laut einfach nicht im sogenannten phonemischen Gedächtnis hatte. Ja, das bedeutet, bevor wir tatsächlich mit der Artikulation beginnen, sollten wir an zwei Dinge denken und diese auf jeden Fall gewissenhaft, vernünftig, ordentlich verarbeiten. Das sind zwei Punkte, die wir hier sehen, das sogenannte phonemische Gehör und wir sehen auch hier das Gedächtnis, ja, das phonemische Gedächtnis und auf der anderen Seite, wir sehen irgendwelche, ja, eine Grafik, ein Sprachsignal, aber was das ist, das werde ich euch jetzt erzählen. Auf der einen Seite haben wir, wie gesagt, das phonemische Gehör, das phonemische Gedächtnis. Das phonemische Gedächtnis ist nichts anderes als die Fähigkeit oder das phonemische Gehör, die Fähigkeit, alle Laute in die Zielsprache, also in der Sprache, die wir sprechen, alle Laute voneinander zu unterscheiden. Das bedeutet, wir müssen erstmal wissen, welche Laute es gibt, wie sie sich anhören. Und die Frage ist, können wir diese Laute voneinander unterscheiden? Wenn wir diesen Prozess durchlaufen haben, erst dann sollten wir unsere phonologische Bewusstheit, die wir schon zum Teil erzeugt haben, die sollten wir natürlich auch weiter festigen oder verstärken. Und das kann man zum Beispiel machen mit einem Sprachsignal. Das seht ihr hier auf der rechten Seite. Nochmal zurück vielleicht zum phonemischen Gehör, phonemisches Gedächtnis. Ich habe gerade eben gesagt, alle Laute, die man, oder das ist eine Fähigkeit, alle Laute in der Zielsprache voneinander zu unterscheiden, bevor ich die produzieren werde. Es ist ganz logisch und ganz klar, was alles stattfindet, wenn wir sprechen. Schaut mal, wenn ihr auf einmal von heute auf morgen die Fähigkeit des Hörens verliert, was passiert? Ihr werdet auch nach einiger Zeit das Sprechen vergessen, weil die Selbstkontrolle nicht stattfindet. Und das ist das Entscheidende in der Aussprachelehre. Das, was durch das Ohr reinfließt, in der Muttersprache zum Beispiel, wir haben diese Fähigkeit perfekt entwickelt mit 2, 3, 4 Jahren ungefähr. Wir haben diese Fähigkeit perfekt entwickelt. Das bedeutet, wir haben in der Muttersprache diese Fähigkeit von Anfang an intuitiv, unbewusst, alle Laute in der direkten Umgebung, also in der Muttersprache, voneinander zu unterscheiden. Die sind einfach durch das Ohr reingeflossen und die sind dann sitzen geblieben in unserem sogenannten phonemischen Gedächtnis. Und bitte,
Es ist auf jeden Fall, oder vielleicht andersrum, verwechselt bitte nicht das Hören oder Hörverständnis mit dem phonemischen Hören. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir wissen, wie die Übungen, klassischen Übungen aussehen im Sprachunterricht. Hörverständnis, ja. Wir bekommen einen Text zum Hören und versuchen auch, diesen Text vielleicht wiederzugeben oder wir kreuzen bestimmte Aufgaben an. Ja, also wir hören eigentlich nach Inhalten, nach Bedeutungen. Und genau darum geht es nicht im Falle vom sogenannten phonemischen Gehör. Das phonemische Hören bedeutet, wir hören nach Lauten. Welche Laute kommen vor? Welche Laute höre ich? Aber bevor ich das überhaupt imstande bin, das irgendwie zu entwickeln, muss ich am Anfang ganz, ganz langsam vorgehen und diese Laute einfach lernen oder hören lernen. Und erst dann bleiben sie im Kopf. Und erst dann, wie gesagt, kann ich diese Laute aus dem kognitiven Gedächtnis oder aus dem phonemischen Gedächtnis, aus dem Ohr, kann ich die abrufen. Indem ich diese Laute abrufe und also produziere, findet ein sogenannter Selbstkontrollmechanismus statt. Das bedeutet, alles, was ich sprechen werde, muss gleichzeitig kontrolliert werden. Und das eigene Ohr oder das sogenannte phonemische Gedächtnis, weil man weiß, wie Laute klingen, das eigene Ohr ist quasi der beste Lehrer, der beste Kritiker für die eigene Aussprache. Wie gesagt, in der Muttersprache haben wir diese Fähigkeit entwickelt, zur Perfektion. In der Fremdsprache sind wir zum Teil taub, weil wir nicht wissen, welche Laute es gibt, wie sie klingen. Ja? Und wie könnte so eine Übung aussehen? Wie kann ich das phonemische Gehör üben? Ein Beispiel für eine Übung ist, ich habe zum Beispiel 100 Sounds mit verschiedenen Lauten. Ja, also zum Beispiel, nehmen wir Vokale einfach, damit es einfacher ist. Ich nehme Sounds, wo ich Vokale habe in diesen Sounds und ich muss einfach diese Vokale nach ihren Qualitäten gruppieren. Ja, I zu I, O zu O, ne? Genauso wie in der Farbenlehre. Wir haben dafür brauchen wir natürlich das Auge, ja, um bestimmte Teile zum Beispiel nach Farben zu gruppieren. Da brauchen wir das Auge. Hier brauchen wir das Ohr. Das bedeutet, wir brauchen das Ohr, um Laute zu gruppieren nach ihren Qualitäten, Lautqualitäten, akustischen Qualitäten. Wenn wir das nicht imstande sind, ich habe immer wieder Leute, die zu mir kommen zum Training und sagen, ja, ich kann aber nicht unterscheiden zwischen I und I oder zwischen I und Ä. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach so. Zwischen U und O oder zwischen Ö und Ö. Ja, wir haben im Deutschen 17 Vokalqualitäten. Das ist sehr, sehr viel. Monophthonge plus 3 Diphthonge noch. Was bedeutet das? Wir haben 17 Vokale, dafür haben aber nur 9 Buchstaben. Ja, die meisten Sprachen der Welt haben zwischen 5 und 9 Vokale. Die deutsche Sprache auf einmal 17. Ein extremer Wert. Ja, die arabische Sprache nur 3 vielleicht. Ja, sehr wenig. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Aufgabe in der ersten Phase. Wir müssen einfach das Ohr sensibilisieren für einzelne Laute. Das heißt, wir müssen die beste Übung, also das ist eine Übung, die ich selbst entwickelt habe und wir üben einfach, wir trainieren das Ohr genau durch solche Übungen, wie wir gruppieren einfach dann einzelne Laute nach ihren Qualitäten. Das könnte so aussehen wie hier, aber hier habe ich ein Beispiel, wie ich Farben gruppiere oder Teile nach Farben gruppiere. Moment, das habe ich ja nicht. Okay, gut. Ich dachte, ich habe einen Film da noch, aber leider nicht. Und auf der anderen Seite gibt es sogenannte phonologische Bewusstheit. Die phonologische Bewusstheit, das ist die Verstärkung dessen, ja, was ich schon im frühen Alter, also was die Muttersprache angeht, erlernt habe. Das bedeutet, ich muss immer wieder das Ganze wiederholen. Das muss sich automatisieren. Das heißt, jeder Laut in der Fremdsprache muss im Gedächtnis bleiben, damit ich später, wenn ich produziere, ich muss diese Laute gut kontrollieren können. Und so eine phonologische Bewusstheit zum Beispiel, wie kann ich unterstützen oder die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit kann ich unterstützen, zum Beispiel dadurch, dass ich ein Sprachsignal
betrachten werde. Was kann ich im Sprachsignal sehen? Im Sprachsignal kann ich ja bestimmte Linien sehen, aber die bestimmten Linien, die ersten zwei Linien zum Beispiel von unten, das sind Linien, die der Bewegung der Zunge zum Beispiel oder der Unterkiefer entsprechen, 1:1. Das heißt, was gewinne ich, wenn ich mit dem Sprachsignal arbeite? Ich kann meine Aussprache sehen. Zum Beispiel, ihr seht hier jetzt zwei Paare, ja, oder zwei Spalten. Auf der einen Seite Wörter wie hören, Öl, Söhne, möglich. Und auf der anderen Seite Köln, Stöcke, öffnen und möchten. Und wir haben zwar denselben Buchstaben O-Umlaut hier, aber wir haben zwei verschiedene Vokale. Und das sehen wir ja schon sogar im Sprachsignal. Im Sprachsignal, wir sehen die erste Linie von unten. Moment. Die erste Linie von unten sehen wir. Und die erste Linie auch bei dem Vokal Ö. Also rechts ist der kurze Vokal Ö und links der lange gespannte Vokal Ö. Und wir sehen sogar im Sprachsignal, wir müssen das nicht jetzt abspielen, ja, um einen Unterschied festzustellen. Wir sehen den Unterschied. Das bedeutet auch, dass die zwei Vokale sich voneinander qualitativ unterscheiden. Und diese Unterschiede muss ich auf jeden Fall wahrnehmen. Und klar, es ist natürlich immer schön und gut, wenn ich etwas sehen kann, wenn ich etwas anfassen kann. Es ist einfach geil, wenn ich meine eigene Aussprache sehen kann, anfassen kann, nicht vor dem Spiegel stehen kann und einfach reden. Weil der Spiegel sagt mir doch kein objektives Feedback zu meiner Aussprache. Dieses System schon. Ja, ein Sprachsignal zeigt uns. Und wir sehen zum Beispiel hier auch, wie der Mund geöffnet ist beim Vokal Ö, ja, und wie geschlossen, wie gespannt die Lippen sind, indem wir den Vokal Ö bilden, ja, Ö versus Ö. Und genau diese Bewegung des Unterkiefers sehen wir hier anhand der ersten Linie. Ja, also das ist einfach schön, man kann 1:1 sehen, die Bewegung des Unterkiefers im Sprachsignal. Und erst dann, wenn ich diese zwei Schritte gelernt habe, wenn alles im Kopf sitzt, im Gedächtnis, erst dann kann ich überhaupt anfangen mit der Artikulation, mit Üben von einzelnen Lauten, Silben, Lautkombinationen. Ja? Und die Schritte 5 und 6, das ist die sogenannte Phonologie, also die Regeln. Die Regeln, die Ausspracheregeln. Was die beste und die kürzeste Definition für Ausspracheregeln ist, die Beziehung, die Relation zwischen Buchstaben und Lauten. Das Problem ist, dass die meisten Menschen auf diesem Planeten verstehen, was Buchstaben sind. Und wir verstehen Buchstaben, wir schreiben Buchstaben, wir haben die schnell gelernt, aber die wenigsten, wenn wir eine Fremdsprache erlernen, wissen, welche Laute es gibt. Wenn ich das nicht weiß, wie kann ich erfolgreich Ausspracheregeln umsetzen, realisieren, wenn ich diese Beziehung nicht erstellen kann, ja? Also diese Relation, Buchstaben-Laute. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um die Ausspracheregeln umzusetzen, brauche ich vorher das Instrument. Ich muss das Instrument erstmal stimmen. Aber um das Instrument zu stimmen, brauche ich vorher, wie gesagt, das sogenannte phonemische Gehör, das phonemische Gedächtnis, dann die phonologische Bewusstheit, also die Verstärkung des Ganzen, am besten dadurch, dass ich meine eigene Aussprache sehe oder generell, dass ich die Aussprache überhaupt anfassen kann, sehen kann. Und erst dann kann ich erfolgreich das Ganze, ja, verbinden. Und genau diese Reihenfolge, die ich euch gerade eben präsentiert habe, führt tatsächlich zu Erfolgen. Und das haben wir auch mal am Anfang gehört. Noch ein Punkt, den ich besprechen wollte, bevor wir beendet haben. Warum lohnt es sich, an der Aussprache zu arbeiten? Wir haben hier im Training bei uns alle Teilnehmer, die zu uns kommen, sie füllen ein Formular aus, ja, und sie schreiben dort, ja, warum möchten wir oder warum möchte ich die Aussprache verbessern, optimieren? Was ist der Grund dafür, dass ich
an einem Aussprachetraining teilnehmen möchte, dass ich akzentfrei sprechen möchte, dass ich deutlich sprechen möchte. Und wir haben aus diesen Äußerungen, Aussagen, Antworten 6 Gruppen gebildet, ja, und wir haben echte Antworten hier auch reingeschrieben, zum Beispiel wegen Arbeit, berufliche Ziele, ja. Das, was ihr jetzt seht hier, das ist ein Zitat, das heißt, wir haben 1:1 übernommen aus dem Formular, nicht nur meine Patienten, also ein Arzt, nicht nur meine Patienten, aber vor allem meine Kollegen auf der Arbeit verstehen mich manchmal falsch. Ich habe das Gefühl, sie nehmen mich auch nicht ganz ernst oder ich fühle mich nicht ernst genommen. Ja, das heißt, Leute kommen wegen Arbeit. Die wollen erfolgreicher sein. Ja, die wollen Karriere aufbauen, wie auch immer. Zum Beispiel, wir haben auch solche Kandidaten bei uns, Leute, die zu uns kommen. Ich war schon im Bewerbungsgespräch, ja. Und derjenige schreibt, ich habe so viele Kompetenzen, viel Fachwissen, aber ich will nicht durch meine schlechte Aussprache eben weniger kompetent wirken. Es ist nachgewiesen worden übrigens, dass wahrgenommen werden, wenn wir mit sogenannten fremden Akzent sprechen. Wir werden als weniger kompetent und als weniger intelligent sogar eingestuft. Eine Studie, die neueste Studie, die das ja nachgewiesen hat, die ist 2 Jahre jung, also von 2018. Wenn ihr wollt, da könnt ihr mich kontaktieren. Ich werde euch diese Studie auch weitergeben. Der nächste Punkt, Dienstgespräche, Seminare, Meetings, ja, weil ich mich aufgrund meiner Aussprache nicht traue, öffentlich oder in einer Gruppe zu sprechen oder Fragen zu stellen, setzte ich mich unauffällig hin und bin sehr angespannt. Oder ich zittere regelrecht, dass ich bloß nicht angesprochen werde oder etwas berichten muss. Auf einmal fühle ich mich sehr klein und das will ich nicht mehr. Ja, wie gesagt, das sind Zitate 1:1 übernommen aus dem Formular. Und unsere Joanna ist bei uns in der Schule, bei Fornis, diejenige Person, die Erstgespräche führt, die berät auch andere, bevor sie mit dem Training anfangen. Und wie gesagt, sie hat auf jeden Fall mehr zu sagen diesbezüglich, was alles Leute erzählen am Telefon, ja, wenn sie zu uns kommen. Und auch Kinder und Freizeit zum Beispiel, ja. Wir haben auch viele Leute, die Kinder haben und sie schämen sich sogar, ja, für die eigene Aussprache von den Kindern. Das ist wieder ein Zitat. Ich schäme mich vor meinen eigenen Kindern, wenn ich etwas nicht richtig aussprechen kann oder wenn ihre Freunde uns besuchen, weil sie mich oft nicht richtig verstehen, was ich erzähle. Außerdem möchte ich nicht, dass sich meine Kinder wegen meinem Deutsch schämen. Ich möchte denen abends auch Bücher auf Deutsch vorlesen. Ja, sehr interessant. Auf dem Spielplatz haben wir eine Überschrift hier geschrieben. Ich möchte, dass meine Kinder sich gut in die Gesellschaft integrieren. Ich persönlich habe allerdings große Hemmungen, mit den anderen Eltern zu reden und dementsprechend mich gut zu integrieren. Das macht mich oft traurig. Wir sehen hier, wie die Mutter hier oder ein Elternteil sitzt alleine und die anderen sich da einfach schön unterhalten. Und der letzte Punkt, Date, Gesellschaft. Genau, wir haben sogar eine Aussage von einem Mann, warum er die Aussprache verbessern möchte. Da hat er beantwortet, wenn ich eine bessere Aussprache hätte, würden Frauen auf mich besser reagieren. Ja, wie gesagt, so viele Gründe haben Leute so viel Schmerz, ja, wenn sie mit Akzent, also mit dem sogenannten Akzent sprechen. Vielen Dank für eure Teilnahme, für eure Aufmerksamkeit. Hier nochmal kurz auch ein Bild, ja, man kann, wie gesagt, trainieren die Aussprache genauso wie im Fitnessstudio, ja, entweder selbstständig und das bieten wir auch hier an, in unserer Schule, ja, wo man sich einfach den Trainingsplan bucht oder und selbstständig trainiert oder mit mir als Coach, aber da sind natürlich die Resultate viel, viel schneller und das Ganze ist auf jeden Fall viel effizienter. Gut, ich habe gesehen, während des Vortrages habt ihr sehr, sehr viel geschrieben. Ich war nicht imstande, auf eure Kommentare zu reagieren, weil sonst, ja, wie gesagt, hätte ich das Ganze unterbrechen müssen. Aber wenn ihr jetzt Fragen habt, dann bitte legt los. Ich versuche,
auf eure Fragen einzugehen. Okay, ich werde jetzt das Ganze, den Bildschirm wieder, ich kann es leider nicht. So, ich warte auf eure Fragen. Ah ja, jetzt kann ich zum Teil einige sehen. Aber ich kann keine Fragen irgendwie jetzt ablesen. Ich sehe, da es 5 Nachrichten gibt, aber ich kann diese Fragen leider nicht sehen. Vielleicht versuche ich das jetzt noch einmal. Wie gesagt, es tut mir sehr, sehr leid. Ich kann die Fragen leider nicht sehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibe ich einfach an. Ja, ich bin bei Facebook, Lukas Wolski Fonis. Oder ihr könnt auch mich finden in der Ausstellerliste. Fonis Lukas Wolski. Und da werdet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, mich anzuschreiben. Und eventuell, ich organisiere auch ab und zu Webinare zum Thema Aussprache. Das heißt, ihr könnt da auch aktiver werden, wenn ihr das möchtet. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich sehe, dass sie ja die ganze Zeit schreibt, aber ich kann es leider nicht ablesen. Deshalb bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für eure Teilnahme und für eure Aufmerksamkeit. Und ich wünsche euch alles, alles Gute und ja, vielleicht sehen wir uns in naher Zukunft. Mach's gut. Ciao.